So, hallo an alle zur nächsten Folge Let's Play Minecraft Vanilla Törtchen. Und zwar heute am 1.1. Kurz durchgehen. Ich war nämlich dabei, meine Maus, mein Kabel ziehen. So, jetzt geht's wieder. Zack, einzusammeln. Das weiß ich noch. Und ich dachte, es wäre wieder Zeit für eine normale, schmalige Let's Play Folge. Letztes brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel, aber trotzdem. Was da ist, nehmen wir mit für Experience, obwohl das lohnt sich gerade gar nicht, denn ich habe ja Level 28. Egal. Ja, und wir haben gerade so mittags, am 1. nach der harten Feierei und ich dachte mir so, verdammt, ich brauche Lapis. nee, das dachte ich mir nicht, aber ich dachte mir, es wird Zeit für ein neues Let's Play. Das erste in diesem Jahr. Vorsatz für 2015 die 1000 Folgen schaffen. Zumindest dieses Jahr. Sollte machbar sein und ja, werden wir den dann auch machen. Und ich habe vorher nochmal kurz bei Twitter in das Spacktastisch geguckt, ob irgendwas von den Themen reingekommen ist. Nicht sonderlich viel, deswegen machen wir einfach so eine stinknormale Drauflosquatsch-Folge. Ich habe auch gerade nicht so die Lust auf irgendwelche ernsten Themen. Noch so ein bisschen, erstmal ausruhen. Nee, obwohl, ich habe gestern nicht viel gemacht. Ich war auch nicht weg, ich war zu Hause. Ich habe überlegt, ob ich noch streame nach 0 Uhr, aber dann habe ich gedacht, okay, doch ein bisschen schwachsinnig die Idee vielleicht. Ja, ich habe aber gesehen, es haben andere Leute gestreamt. Viele Leute streamen waren online, haben einen Silvester-Stream gemacht. Oder wollten einen 24-Stunden-Stream machen. Da habe ich auch mal überlegt, ob ich das irgendwann machen sollte. Und ich weiß nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich irgendwo Lapis in Gang vergessen habe. Aber 24 Stunden sind heavy. Ich will da zum Beispiel auch nichts versprechen, weil das ist echt anstrengend. Und wenn du so 19 Stunden auf dem Kasten hast und dann die Müdigkeit, keine Ahnung, dich einfach fertig macht, weil du da einfach 19 Stunden gestreamt hast, dann, ja, dann ist das halt so. Dann kann man dann schlecht sagen, Leute, das war's, ich geh pennen. Weil du hast ja einen 24-Stunden-Stream verbrochen und versprochen. Und es ist halt heavy. Naja, da muss man gucken, überlegen. Ich bin generell immer recht lange wach, aber das Problem ist immer dann, wenn du es brauchst, dann klappt es meistens nie. Sollte ich mal zumachen. Ich muss mir mal angewöhnen, den Wasserhalm öfters zu benutzen. Hier vielleicht noch Lapis drin. Hier waren Dias, das weiß ich. Ich glaube nicht. Ich sollte mal ein bisschen produktiver sein hier im Let's Play. Ich weiß, wir sind viel bei Themen rumgekommen und so. Aber es geht halt nicht immer. Aber trotzdem brauche ich das Eisen. Also wenn ich sehe, nehme ich es mit. Da habe ich gesehen, habe ich auch nicht mehr so viel. Wir müssen uns ja alles von neu besorgen. Aber das macht nichts. Also für die, die zu der Randnotiz gerade nichts anfangen konnten. Ich habe noch Eisenrüstung, auch wenn da Folge 900 irgendwas steht. Ja, das hat so seine Richtigkeit, denn... Warte. Kann ich das machen? Kann ich das machen? Dann kann ich das machen, das machen, das machen, das machen. Ha. So. Ich hatte mal eine ältere Welt und bin einfach nochmal umgezogen, weil es hier die Gebiete noch nicht gab mit dem ganzen Andesite, Granite und so. Und daher... Tja, sieht hier alles noch so anfangsmäßig aus. Auch vom Equipment, okay, ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Das habe ich mitgenommen von drüben, aber ansonsten... Ansonsten ist alles noch recht neu. Wie bin ich denn hier hochgeeiert? Hab ich hier noch nicht alles ausgeguckt? Ich bin hier nicht weitergegangen, weil es hier keine Dias gab. Aber jetzt suche ich ja keine Dias. Gold. Da ist ja Gold drin. Das nehme ich immer auch mit. Brauchen wir immer halt weniger für so Apfelzeugs, aber Gold ist immer schön. Stimmt, mir fällt gerade ein, ich habe auch jede Menge OP-Äpfel und sowas gehabt in der Welt hier, aber ich habe es ja nie gebraucht. Gut, für was auch. Enderdrachen-Fight fleischt.
der bei den 1000 Folgen kommen wird. Weil irgendwie muss man sowas fallen oder irgendein Special muss man machen. Was passt da besser als ein Enderdrachenkampf? Und ich glaube, hier finde ich auch kein Lapis mehr drin. Das gibt's doch nicht. Wenn du enchanten willst, seit neuestem brauchst du das. Das ist so furchtbar. Naja. Ein Stack Eisen. Gut, nehmen wir mit. Dann gehe ich aber auch mal wieder zurück. So, Fledermäuse. Verdammt, ich bin gar nicht in Galaxy. Hier gibt's keine Fluggene. Schade. Soll ich das hier wegmachen? Besser Isis. So, und dann wieder zurück einfach. Ich könnte ein paar neue Minenschächte graben und ich bin noch am Überlegen, so ein ganz kleines bisschen zu cutten, vielleicht bei solchen Geschichten. Vor allem beim Mining. Und das werde ich vielleicht sogar auch machen. Dass ich einfach ein bisschen Minenschächte grabe und dann mal ein Review passieren lasse, was wir so gefunden haben. Und weißt du was, das mache ich jetzt gerade mal. Weil das gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich ist. Ich hau mal die beiden Eisenspitzhacken kaputt, die ich hier dabei habe. Und das, ja, brauche ich eigentlich nicht mit aufnehmen. Ich habe immer so überlegt, hin und her, aber ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen soll. Deswegen hau ich die Spitzhacken so durch. Oder habe ich hier Lapis? Ich habe hier Lapis. Nein, das war Kohle. Boah, es sah gerade so blau aus. Egal. Kurzer Cut. Joa, ich bin zwar nicht fertig mit Stripmine, aber das hat sich irgendwie jetzt zu einer Höhlenerkundungstour wieder umgedreht. Ich bin einfach mal so ein bisschen weiter nach vorne gebuddelt und dann bin ich auf so eine Art Lavasee gestoßen und dann bin ich jetzt weitergelaufen, die ganze Zeit mit Wasser, links und das. Und dann bin ich hier gelandet und so wie es aussieht, war es das auch schon. Yeah, das war schon einmal im Kreis rundherum. Kann ich mal ganz kurz zeigen gleich. Boah. Gravel, du nervst. Hier entlang so ein bisschen. Ich habe gehofft, aber nichts gefunden. Weder Dias noch Lapis noch sonst irgendwas. Dann hier geht's wieder zurück. Zack. Zack. Dann da entlang und dann sind wir einfach nur vorne bei der Treppe. Die Hacke ist schon fast wieder kaputt, wo ich noch gar nicht viel gefarmt habe. Ich wollte ja eigentlich so ein bisschen Strip Mining durchgehen. Hier. Dann war es doch wieder eine Höhlenerkundungstour. Ich habe neue Fackeln gemacht und das war so schon gewesen. Und ich setze wieder an der rechten Seite und hoffe mal diesmal, dass es was gibt. Erfahrungsgemäß aus Varo. Ja, so alle. Jede Folge findet man mal einen Lapis, also sollte ich eigentlich auch hier jede Folge Stripmine mal eins finden, aber es will noch nicht so, wie ich will. Und ich stelle mir gerade vor, wie anstrengend das wird, wenn ich oben das Lager ausheben muss, weil es ja ein Bergbude ist. Oh je. Yeah. Und deswegen Enchantments, aber boah. Mit den 28 Level kann ich 28 Spitzhacken verzaubern. Und ich gehe mal stark davon aus, dass überall Efficiency draufkommt. Oder Unbreaking, ist dann egal. Aber da werde ich auch noch jede Menge ausheben müssen. Und es kann sein, dass ich da auch vielleicht ein bisschen schnibbeln werde. Wegen Zeit überbrücken. Mal gucken, ich weiß es nicht. Kann ich mal, zack, Spitzhacke fast kaputt. Andesite-Kiste und Granitkiste und ich kann die gar nicht auseinanderhalten, muss ich machen. Und zusammen craften, denn das werden ab sofort coole Baumaterialien. Wir können verschiedene Sachen moderner aussehen lassen. Das Diorite sieht aus wie Marmor, so ein bisschen. Also besser als der aus. Besser als der Quartz aus dem Nether. Von daher. Ah, noch eine Höhle. Ah ne, hier war ich schon mal. Nee. Dachte gerade schon. Moment. Das kenne ich irgendwo her. Doch, hier geht's hoch. Rechte Seite Fackeln, damit du mal wieder rausfindest. Da musst du einfach nur da rausgehen mit den Fackeln links. So um den Dreh ist ja schon mal praktisch, denke ich mal. Fangst du mal, weil ich nach hinten gehen will. Ein Stückchen noch. So, zwei Fackellängen. Das ist eine coole Maßeinheit, zwei Fackellängen. Meinst du durch wie lang oder wie weit der Lichtkegel der Fackel reicht? Allerdings, was auch interessant ist, Minecraft gibt es mittlerweile Redstone-Sensoren. Ja doch, Lampen gibt's auch. Redstone-Lampen gibt's auch. Trotzdem auch noch mit Fackeln.
Ich wollte schon wieder von der Logik eingehen. Wenn es Redstone-Sensoren gibt, sind wir noch für den technischen Fortschritt von Fackeln. Aber naja. So, eine Fackellänge noch. Komm schon. Trommelwirbel. Jetzt muss ich extra 5 Blöcke weiter, als die eigentlich Fackellänge ist. Hier wäre Fackellänge nämlich vorbei. 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt, das ist Gravel. Und Gravel ärgert mich immer. Gravel mag ich nicht, weil das ist beim... nervig. Das ist einfach nur nervig. Wieder zurück und wir probieren es so nochmal. Aber okay, ich glaube, das kannte ich gerade auch mal. Ich bin gerade so ein bisschen themenlos und ein bisschen... ach, keine Ahnung. Ich habe auch nicht viel gepennt, 3 Stunden. Bis gleich. Okay, endlich. Boah, wir haben Lapis gefunden. Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. Neujahrsmüdigkeit. Ich finde gerade wie so schlapp. So, dann einsacken. Danke. Und das reicht erstmal für Enchantung. Und nochmal danke. Und nochmal danke. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und ganz, ganz viel. Und das schickt jetzt erstmal 41 Stück. Boah, für jede Menge Enchantungen. Und das heißt, wir haben doch schon mal das Ziel erfüllt dieser Folge, mehr oder weniger. Und bin schon wieder ein bisschen wacher dadurch. Keine Ahnung warum. Ich darf bei Let's Play Folgen, das ist eigentlich so eine Regel, ich darf Let's Play Folgen nicht morgens aufnehmen. Oder das heißt morgens, nachdem du halt aufgestanden bist oder sonst irgendwann. Weil ich einfach dann nicht so gesprächig bin. Das merke ich selbst. Ich merke einfach, ich bin gerade nicht so am Quatschen und das Problem ist, wenn ich dann am Pennen bin oder halt versuche einzupennen, dann boom, explodiert der Kopf voller Gedanken und allen möglichen Themen und was weiß ich nicht alles. Das ist richtig schlimm. Und dann vergleichst du dich jetzt hier so, aber kurz beim Pennen, boom, vielleicht muss ich mir mal so einen Plan machen, wo ich mir einfach, so sag, jedes Mal vom Einschlafen eine Folge aufnehmen oder sowas in der Art. Ja, dann wird es zwar wie immer spät, aber wahrscheinlich besser. Doch, doch. Vielleicht gar nicht mal so schlechter Gedanke. Und ich finde es gut, dass ich die Treppen gemacht habe, weil dann geht das deutlich schneller nach oben. Wir sind oben. Und eine einsame Blume blüht vor meinem Dingshaus. Soll pennen gehen. Dann kann ich das ganze Zeug auslagern und die ersten Spitzsäugen verzaubern. Weil wir das eh brauchen. So, oh, jede Menge Eisen. Ja. Aber auch hier nochmal jede Menge Eisen, denn wir haben zu viel Eisen. Ne, alles Schmelzbare kommt hier hin. Alles Redstone kommt dahin oder wertvoll. Ach komm, Eisen sahen erstmal raus. Dings. Kiste ist voll. Dann brauche ich nochmal 16 Stück. Und damit machen wir uns noch eine. Ich weiß, es ist hier noch kein wirkliches Lager. Das bauen wir dann. Und da ich ja mal einen ganz kurzen Sneak Peek gegeben vor ein paar Folgen, wie das aussehen könnte. Wer weiß das noch? Da wird nämlich noch einiges kommen. So, und ich sollte vielleicht mal alle Cobblestone, Gravel und Dirt Geschichten hier reinschmeißen. Oder? Doch, wäre eine gute Idee. So, Cobblestone, Gravel und Dirt Geschichten. Einfach mal sortieren und sowas, damit ich hier nicht wieder alles durcheinander habe. Auch wenn das nochmal später erneut sortiert wird. So, in etwa. Das hatte ich ja. Den. Zip. Machst du schon? Den. Jo, das war's schon. Spinne. Bo. Nicht hier. Gut. Kabel. Nee, Stufen. Na doch. Stufen da. Dann, was? Leute, ich bin jetzt offiziell wach. Hehe. Ja.
Ja, ich bin jetzt wach. Definitiv bin ich jetzt wach. Aber sowas von bin ich jetzt wach. Jetzt kann ich fünf weiterfahren. Gott! Ja, da ist das Bett weggefeuert. Mensch. Und ich hatte alles so schön hier. Ja. Ich ordne erstmal wieder alles in Kisten ein. Das war jetzt kacke. Ich weiß jetzt nicht, was da alles mit kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich wieder zu viel gutes Zeug oder so. Ja. Der kam leicht unerwartet. Ich hatte gehofft, dass die hier, ne, vorbeifliegen und so. Aber fehl am Platz. Oh, mein kleiner Finger ist eingeschlafen. Schlimm. Ja, wir haben jetzt ein kleines Problemchen hier gehabt. Das ganze Zeug, was ich wieder gefarmt habe. Ach komm, brauche ich gar nicht sortieren, ist ja egal jetzt. Aber das müssen wir irgendwann mal sortieren. Verdammt, wo hab ich einen Stack? Wo hab ich einen Stack Eisen getan? Ich weiß, ich hatte noch einen Stack Eisen. Okay, den hatte ich da. Die Öfen sind kaputt gegangen, größtenteils. Okay, nicht alle. Er ist noch da. Oh oh. Das ist jetzt scheiße. Ja, hier vorne müssen wir was machen. Ich wollte es eigentlich nur offen halten, aber ich habe wahrscheinlich. Doch, ich bin nicht pennen gegangen. Das war der Fehler. Ich hätte pennen gehen sollen. Ist das Bett da? Das ist das Bett. Ganz blöd hier. Was schwebt da links? Ach, das ist Zaubertisch. Okay, ich danke. Oh, Mann. Das ist gemein. Das soll ich wieder alles aufbauen und. Sortiererei und. Eisenstick. Weißt du, ich hab eine Idee. Ich tue mal alles raus. Immer aus meinem Inventar. Und das, was ich brauche, sammle ich wieder ein. So, das, so ist mein Inventar immer schön geordnet. Gut, das brauche ich, das brauche ich. Ah nee, warte, das kann ich gar nicht brauchen, weil ich ja zu wenig Öfen wieder habe. Ich wollte nämlich hier gleich die Stacks durchschmelzen. Dann nicht. Ja, wo ist mein Lapis? Da ist mein Lapis. Ich kann mir ein paar Spitzhacken machen. Ich sehe schon die Volks wieder voll. 6, 2 Stück. Ich verzauber die mal. Und dann gucken wir, was bei rauskommt. Dann kommt hier, oder fangen wir an, hier das Lager einzubauen. So, Crafting Table. Tada und tada. 2 Spitzhacken plus, zack, und Lapis rein. Mit einem Level 1er Verzauberung. Geht noch auf Level 2 und 4. Es geht nur auf Level 2 und 4. Braucht mindestens 2 Level. Unbreaking 1, Efficiency. Das ändert sich ja nicht. Oh Gott. Dann eben Unbreaking. Level 1er, Efficiency 1. Danke. Gut, und die werden wir jetzt gleich benutzen hier für alles Mögliche. Und vielleicht noch die Schaufel. Naja, komm, mach ich mal neu. In der nächsten Folge lasst krachen. Und tschüss, bis zum nächsten. Schon wieder einer. Schon wieder einer. Stirb. Huh. Schlimm hier. Und tschüss.